Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es um zwei Sachen. Zum einen um super schnelle, super kleine und super haltbare Festplatten und zum anderen um meinen Workflow in Luminar mit alten Fotos. Das Luminar-Team hat sich mit dem Western Digital-Team zusammengetan, um euch eine tolle Möglichkeit zu bieten. Denn jeder, der sich ab sofort eine SanDisk Extreme Portable SSD oder eine SanDisk Extreme Pro Portable SSD kauft, der hat die Möglichkeit, Luminar 4 für 90 Tage kostenlos zu testen. Ihr bekommt einen Code und könnt den dann hier entsprechend eingeben. Außerdem gibt es am Ende des Videos ein richtig tolles Gewinnspiel im Wert von mehreren hundert Euro, also bleibt auf jeden Fall dran und jetzt ganz viel Spaß. Ich möchte direkt am Anfang für volle Transparenz sorgen. Das bedeutet, dieses Video wird gesponsert zum einen von SanDisk und zum anderen von Skylum. Bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn dort hast du die Möglichkeit, eine von zwei dieser Festplatten zu gewinnen. Was du dafür tun musst, erzähle ich dir am Ende dieses Videos. Ich habe hier in der Hand die SanDisk Extreme Pro Portable SSD. Sehr schwieriger, langer Name, aber in diesem Namen steckt alles drin, was diese Festplatte kann. Ich habe diese Festplatte zugeschickt bekommen und SanDisk hat zu mir gesagt, schau dir diese Festplatte mal an und überzeug dich selbst von diesen Fähigkeiten. Und das habe ich getan. Auf der Verpackung dieser Festplatte steht nämlich Folgendes drauf. Zum einen soll sie extrem schnell sein, also sie hat eine extreme Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Hier steht drauf, bis zu 1050 Megabyte pro Sekunde. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann soll sie extrem haltbar sein. Das heißt, Wasser, Flüssigkeiten generell machen ihr nichts aus. Stürze aus bis zu 2 Metern sollen ihr nichts ausmachen, auch auf Steinboden. Und sie ist extrem klein und damit extrem gut zum Verreisen. Schauen wir uns als erstes mal die Größe an. Ich habe sie hier in dem Video mal neben mein iPhone 11 Pro gelegt. Und da muss ich schon mal sagen, extrem klein, extrem gut zum Herumtragen. Die kann man sich einfach so in die Hosentasche packen. Und genau dafür ist sie auch gemacht. Zum Verreisen, zum Unterwegssein. Das ist keine Festplatte, die ich mir jetzt hier zu Hause zu 20 Stück ins Regal stellen würde, sondern es ist eine Festplatte, womit du unterwegs sein kannst, die extrem leicht, extrem klein ist, in jede Tasche passt und damit wirklich der ideale Reisebegleiter ist. Dann habe ich als nächstes die Lese- und Schreibgeschwindigkeit getestet und ich habe mir jetzt einfach mal einen Ordner genommen mit knappen 20 GB, um genau zu sein 19,75 GB waren es, von meiner internen Festplatte auf diese Festplatte hier kopiert. Und du siehst es jetzt selber, ich habe mal mit meinem Handy daneben die Zeit gestoppt. Für diese 19,75 GB hat diese Festplatte genau 32,5 Sekunden gebraucht zum Kopieren. Und das ist wirklich, ja, extrem gut. Also ich arbeite normalerweise hier mit Festplatten zu Hause, die dafür wesentlich mehr Zeit brauchen. Und das ist schon eine echt super Sache, diese Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Und wenn wir gleich in den Workflow mit Luminar gehen, dann wirst du auch sehen, wie schnell diese Festplatte in der Bildbearbeitung funktioniert. Ich habe mir jetzt aber mal ein paar alte Fotos rausgesucht. Und zwar habe ich mir mal einen Ordner rausgesucht von 2016. Ich war in Dubai in 2016 und dort habe ich tatsächlich einige Bilder gefunden, die ich nie bearbeitet habe, obwohl sie extrem cool sind. Und genau diesen Ordner, der hat insgesamt über 200 GB umfasst, den habe ich mir jetzt hier mal auf diese Festplatte kopiert. Und jetzt werden wir in Luminar 4 das Ganze mal bearbeiten. Los geht's. Und jetzt bin ich auch direkt in Luminar 4 drin und als erstes werde ich mir jetzt meinen Ordner, also meinen Ordner von Dubai 2016 hier hinzufügen. Den habe ich hier auf meiner Extreme SSD drauf, 2016 in Dubai, einmal hier hinzufügen und schon wird Luminar hier alle meine Bilder hinzufügen. Insgesamt 3680 Bilder und du siehst, die sind innerhalb von ein paar Sekunden da. Also, die Festplatte arbeitet wirklich sehr, sehr schnell und ich werde jetzt hier mal schauen, dass ich ein paar von diesen Bildern noch bearbeite. Ich habe hier zum Beispiel, waren wir auf einem Hochhaus oben drauf und keins von diesen Bildern hat es bisher jemals geschafft, veröffentlicht zu werden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau warum, denn ich finde diese Bilder eigentlich ziemlich cool. Fangen wir doch einfach mal mit diesem Bild hier an und dann werde ich als erstes mal in den Helligkeitsfilter reingehen. Ich werde mir hier noch ein bisschen Kontrast reinbauen. Intelligenter Kontrast, das bedeutet, da wird nicht viel an der Sättigung getan. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn man zu viel Kontrast reinbaut. Und jetzt werde ich hier die Lichter noch ein bisschen abdunkeln, die Schatten vielleicht noch ein kleines bisschen aufhellen und die Farbtemperatur mal noch ein bisschen nach unten stellen.
denn es war ja Nacht. Ich denke mal, dass es ein bisschen besser aussieht, wenn der Himmel hier ein bisschen bläulicher ist. Und dann könnten wir noch hier weiter in den Professional Ordner reingehen und noch etwas erweiterten Kontrast hier mit dazugeben. Vor allem in den Mitteltönen gefällt mir der Kontrast immer sehr, sehr gut. Da kann ich den hier mal auf 35% stellen. Und dann habe ich hier noch die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu balancieren. Möchte ich das eher ein bisschen heller haben oder eher ein bisschen dunkler? Und ich glaube, ich schiebe es ein bisschen weiter nach rechts, also dass das Ganze ein kleines bisschen dunkler wird. Und genauso könnte ich jetzt auch hier den Kontrast noch in den Lichtern hervorheben und hier dafür sorgen, dass die Lichter noch ein kleines bisschen abgedunkelt werden, damit wir hier noch ein bisschen mehr Spielraum haben. So gefällt mir das Bild schon sehr gut und das haben wir innerhalb von wenigen Sekunden hinbekommen. Und dann schauen wir doch einfach mal weiter, ob wir noch ein weiteres Bild finden, was wir bearbeiten können. Auch das ist ein richtig schönes Bild und gerade wenn du jetzt jemand bist, der gerne Urlaubsfotos schießt und die dann schnell noch etwas bearbeiten möchtest, dann wird dir an dem Bild wahrscheinlich auffallen, naja, der Himmel ist sehr, sehr langweilig und vielleicht kann man auch da was machen. Lumina bietet dir nämlich auch hier die Möglichkeit, etwas kreativer zu werden. Dafür gibt es sogar einen Ordner, der nennt sich hier Kreativ und hier findest du viele Filter, die man anwenden kann, wenn man sein Bild noch etwas weiter gestalten möchte. Da gibt es nämlich zum Beispiel die Möglichkeit, hier einen Himmel auszutauschen. Also falls du das gerne machen möchtest, dann hast du hier die Möglichkeit dazu. Hier kannst du entweder Himmel dir aussuchen, die es schon in Lumina direkt gibt. Ich bin aber ein Freund davon, wenn ich einen Himmel austausche, dass ich mir dann meine eigenen Himmel raussuche. Und ich habe mir hier so eine kleine Himmelsbibliothek mal angelegt. Und ja, ich denke mal, dieser Himmel hier zum Beispiel, der passt ganz gut. Jetzt ist aber ganz wichtig, wenn man einen Himmel austauscht, dass das auch vom Licht her passt. Du siehst jetzt hier in dem Bild zum Beispiel, dass die Sonne eigentlich von der rechten Seite kommt. Der Himmel jetzt hier, der hat die Sonne auf der linken Seite und deswegen klicke ich hier einmal auf Flip Sky und dann kommt die Sonne nämlich auch von der richtigen Seite. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen das Ganze verfeinern. Wir haben jetzt hier zum Beispiel hinten noch so eine kleine Lücke, wo das Ganze von der Maske noch nicht so passt. Deswegen haben wir jetzt hier zum Beispiel den Sky Local Regler, den wir noch ein bisschen nach oben drehen können oder vielleicht auch Sky Global und das gemeinsam sorgt dann dafür, dass wir hier ein gutes Ergebnis bekommen, wo der Himmel gut verblendet wird. Jetzt möchte ich als nächstes die Position des Himmels noch etwas anpassen und dafür schiebe ich das Ganze ein kleines bisschen weiter nach oben. Die Position des Horizonts stelle ich hier mal auf plus 3 und dann möchte ich als nächstes auch den Himmel noch etwas verblenden. Bedeutet, dass hier die Übergangskante etwas weicher wird. Ja, das gefällt mir ganz gut und jetzt können wir vielleicht die Position des Horizonts noch etwas anpassen auf 2. Sehr schön. So gefällt mir das schon richtig gut und jetzt kannst du dir das mal vorher und nachher anschauen. Jetzt haben wir hier einen sehr dramatischen Himmel drin, wo aber die Lichtstimmung und die Lichtsituation, also die Richtung des Lichtes, auf jeden Fall schon mal stimmt. Dann habe ich hier natürlich noch die Möglichkeit, mit atmosphärischem Nebel zu arbeiten. Ich kann auch die Belichtung des Himmels noch etwas anpassen und auch die Himmelstemperatur. Ja, die mache ich auch noch ein kleines bisschen wärmer, damit es besser zu dem Sonnenuntergang hier passt. Und jetzt habe ich hier schon ein richtig tolles Ergebnis. Ich habe auch die Möglichkeit, Sonnenstrahlen einzufügen, also auch das bietet das Programm hier diese Möglichkeit. Da kann ich als erstes hier das Sonnenzentrum platzieren. Dafür muss ich die Stärke hier mal ein bisschen nach oben drehen, damit man das überhaupt sieht. Und jetzt siehst du hier Sonnenstrahlen. Die sehen auf den ersten Blick erstmal sehr unrealistisch aus, aber man kann damit auch gut arbeiten. Und du siehst vor allem, dass wenn ich die Sonne jetzt hier hinter ein Gebäude zum Beispiel packe, dass dann diese Sonnenstrahlen sich auch entsprechend anpassen und man die Sonne dann auch teilweise gar nicht mehr sieht. Ja, also da wird sehr gut von Lumina das Ganze erkannt. Und ich möchte jetzt auch die Sonne dahin packen, wo sie eigentlich mal war, nämlich hier irgendwo. Und jetzt ist die Sonne natürlich noch viel zu stark, deswegen ich werde die Stärke jetzt hier erstmal ein bisschen zurückdrehen, die Penetration zurückdrehen. Die Länge der Sonnenstrahlen ist mir auch viel zu doll und auch der Gesamteindruck, finde ich, kann ein bisschen zurückgestellt werden. Der Sonnenradius an sich wird auch noch ein bisschen kleiner und ich möchte die Wärme der Sonne noch ein bisschen nach oben drehen, genauso die Wärme von den Sonnenstrahlen. Und jetzt passt das hier wesentlich besser ins Bild. Und natürlich habe ich auch hier die Möglichkeit, wenn es mir irgendwo nicht gefällt, wie zum Beispiel hier oben, hier finde ich die Sonnenstrahlen ein bisschen unpassend, deswegen werde ich jetzt hier mal Maske bearbeiten anklicken und dann sagen Verlaufsmaske. Und dann werde ich mir das Ganze nämlich so hier reinziehen, dass man hier die Sonne nur noch nach unten sieht, aber nach oben halt nicht mehr so doll. Hier blende ich das Ganze dann nämlich ein bisschen aus, dann haben wir hier die Sonnenstrahlen nach unten hin. Das finde ich sieht gut aus, aber nach oben hin brauche ich sie dann halt nicht mehr. Dann klicke ich hier einmal auf Fertig, wenn ich auf Fertig bin und schon haben wir hier ein tolles Ergebnis. Aus einem durchschnittlichen Urlaubsfoto habe ich jetzt was richtig Tolles gemacht, was man sich theoretisch richtig schön groß auch an die Wand hängen könnte. Wie gesagt, Himmel austauschen ist nicht für jedermann, aber die Möglichkeit bietet Lumina und du hast die Möglichkeit, das wirklich sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach zu machen. Da sind jetzt keine großen Vorkenntnisse mehr nötig.
Jetzt habe ich mir hier mal noch ein Foto rausgesucht von dem Benny, ein guter Kumpel von mir, der mit auf dieser Reise war. Und den möchte ich jetzt auch mal noch ein bisschen bearbeiten. Also als erstes mal die Farbtemperatur von dem Bild, das muss noch ein bisschen nach oben gezogen werden. Jetzt sieht das Ganze schon wesentlich besser aus. Und ich werde als nächstes hier noch ein bisschen Kontrast reinbauen und auch die Belichtung noch so ein kleines bisschen nach oben schieben. Genauso die Schatten. Vielleicht drehen wir die Lichter noch ein kleines bisschen nach unten und schon haben wir ein gutes Ergebnis. Dann gehe ich mal hier weiter nach unten, denn auch hier haben wir die Möglichkeit, mit dem AI Enhancer zum Beispiel zu arbeiten, mit dem Accent AI Filter. Der zieht nämlich die Belichtung des ganzen Bildes, die Kontraste und auch die Farben richtig schön und du brauchst dafür nur einen Regler bewegen, nämlich den Accent AI Filter. Und du siehst, was er hier macht, er gleicht das ganze Bild nochmal ein bisschen an und wir haben mit einem Regler und ein paar Sekunden schon ein viel besseres Ergebnis. Genauso der AI Sky Enhancer, der macht hier den Himmel nochmal ein bisschen dunkler und auch der erkennt automatisch, wo der Himmel ist und dunkelt den entsprechend hier noch ein bisschen ab. Und dann können wir auch mal in den AI Structure Filter gehen. Und auch der funktioniert richtig gut, der bringt nämlich richtig schön Struktur in das Bild rein, außer auf der Person. Also du siehst, dass die Person hier gut von ausgespart wird von diesem Effekt und wirklich nur der Hintergrund mehr Struktur bekommt. Und das finde ich auch eine echt klasse Sache. Und schon haben wir wieder ein Bild innerhalb von einer Minute, sage ich jetzt mal, bearbeitet. Und du siehst, was daraus geworden ist. Vorher, nachher. Wie du siehst, hat die Performance mit dieser Festplatte im Zusammenspiel mit Lumina sehr gut funktioniert in der Bildbearbeitung. Das hat mir also wirklich sehr gut gefallen. Und als nächstes werde ich jetzt hier noch einen sogenannten Stresstest machen. Denn die Festplatte verspricht ja, dass sie sowohl Flüssigkeiten aushält, als auch Stürze aus bis zu 2 Metern Höhe. Und genau das werde ich jetzt mal tun. Ich bin normalerweise eigentlich überhaupt kein Freund davon, auf Technik irgendwas raufzuschütten mit Absicht oder sie fallen zu lassen. Aber für dieses Video habe ich es dann doch mal gemacht. Und der erste Test war, dass ich aus Versehen mal ein Glas Wasser habe über die Festplatte schütten lassen. Und du siehst, die Festplatte hat es 1A überlebt, also das funktioniert auch im Nachhinein noch super. Und der nächste Test war dann der Sturz aus ungefähr 1,80 Meter Höhe. Also ich bin 1,81 Meter groß und ungefähr auf Kopfhöhe habe ich sie dann fallen lassen auf Steinboden, auf meinen Terrassenboden. Das Ganze sogar 2-mal, damit man es aus unterschiedlichen Winkeln filmen konnte. Und diese Festplatte, was soll ich sagen, sie hat eine minimale Abnutzungsspur hier unten in dem Gummi drin. Das ist aber, denke ich mal, normal, wenn man 2-mal eine Festplatte auf Steinboden fallen lässt. Ansonsten sieht sie tadellos aus und wirklich so, als wäre sie komplett neu. Und jetzt können wir sie wieder anschließen und damit weiterarbeiten. Das funktioniert also wirklich tadellos. Also das, was da auf der Verpackung draufsteht, das hält sie tatsächlich auch. Wenn du jetzt die Chance haben möchtest, eine von 2 dieser Festplatten zu gewinnen, dann musst du nur diesen YouTube-Kanal hier abonnieren und unten in die Kommentare einfach reinschreiben, dass du an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtest. Und dann werde ich in einer Woche die 2 Gewinner bekannt geben. Ich wünsche dir also viel Glück dabei. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei SanDisk und bei Skylum bedanken für das Möglichmachen dieses Videos und natürlich auch für die Preise für euch an die Community. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, dann kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Falls du noch Fragen entweder zu der SanDisk-Festplatte oder auch zu Lumina hast, dann stell sie einfach unten in den Kommentaren. Und ansonsten würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim alte Bilder raussuchen und bearbeiten. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.